Leute, ich zeige euch heute den Wallspin. Was ihr aber gerade gesehen habt, das war der Palmspin. Das ist eine Vorübung dafür. Und es ist ganz sinnvoll, dass wir das zuerst machen, weil das eben leichter ist, nicht über den Kopf geht, zum Trauen einfach leichter. Und ihr fangt wahrscheinlich gerade mit euren ersten Moves an. Das war einer von meinen ersten Moves. Und ja, ich finde, das geht ganz gut zum Anfangen. Zum Palmspin. Palm, Handfläche, Spin, Umdrehung. Ihr dreht euch also quasi um die eigenen Hände, wie ihr schon gesehen habt. Zur Handplatzierung. Einmal die Hand so verkehrt drauf und einmal im Gegensatz dazu, wenn ich mich so nach links drehe. Und dann fahre ich es natürlich anders herum. Als erstes war es einmal gut, daher ich davon ausgehe, dass ihr keine Turnhalle zur Verfügung habt, so wie ich am Anfang, dass wir uns irgendein Objekt suchen, wie zum Beispiel das Geländer da. Das ist relativ ideal. Es soll ungefähr Hüft hoch sein für den Anfang. Danach kann es auch höher sein. Aber am Anfang ist das super. Der war ein bisschen niedriger. Also nicht noch höher gehen. Es soll ein bisschen breit sein, dass man drauf springen kann. Und wenn es dann ein Ende auch noch hat, ist perfekt für die Übungen, was wir jetzt machen, was ich euch jetzt zeige. Nummer 1. Also als erstes versuchen wir jetzt mal, die Hände eben da drauf zu geben und dann drauf zu springen mit einer 180 Grad Drehung ungefähr. Muss auch nicht ganz zu viel sein. Das schaut dann so aus. Genau. Das macht es am besten gleich einmal, dass ihr reinkommt. Und der nächste Schritt wäre dann, dass wir Ecken gängen und drüber springen. Also dass man dann da lang. Genau. Cool. Dann seid ihr vielleicht schon ein bisschen reingekommen. Und jetzt geht es nur darum, dass wir prinzipiell gar nicht da oben landen wollen, sondern wir wollen wieder davor landen. Und dafür müssen wir unseren Schwerpunkt, den wir jetzt nur eher weiter hinten gehabt haben, nach vor verlagern. Dafür machen wir jetzt wieder das, was wir gerade gemacht haben. Nur diesmal versuchen wir, dass wir nicht mehr hinter der Mauer landen, sondern wieder davor. Wir stellen uns eine imaginäre Linie vor, also dass die Wand einfach weitergehen würde und versuchen wieder davor landen. Wenn wir aber trotzdem noch zu weit hinten landen und mit den Füßen hängen bleiben würden, bleiben wir trotzdem nicht hängen, weil die Mauer ja mit da ist. Also, cool. Macht es ein paar Mal, geht immer weiter zurück, fühlt sein Cola dabei, macht es einmal da, macht es immer 10 cm weiter hinten und dadurch wird es groß und irgendwann macht es dann sowieso ganz bei der Mauer und kennt somit einen ersten Move in Palmspin. Cool. Und jetzt ein paar Slow-Mos. Dann schauen wir uns jetzt den Wallspin an. So, da sind wir wieder und bereit für einen Wallspin. Hoffentlich. Den Palmspin kennt ihr mittlerweile ganz gut. Und jetzt brauchen wir eine Mauer. Das sollte jetzt im Idealfall noch nicht 90 Grad sein, sondern ein bisschen flacher, so wie die, die ich mir da gefunden habe. Und zwar braucht es jetzt noch nicht sofort ganz Fuß über den Kopf drüber hauen, wenn sie flächer ist. Sondern ihr habt noch ein bisschen mehr Spielraum für die Füße, dass die dann nicht vor der Wand strafen. Ich zeig's euch einmal. Zur Handposition. Diesmal machen wir so, dass die linke Hand nach unten schaut, die rechte Hand ungefähr so 90 Grad dazu. Ungefähr auf Brusthöhe. Generell bei allen Flips ist so, wir springen zuerst auf, wir gewinnen Höhe und danach trauen wir uns. Und daher ist auch von Vorteil, wenn die Hände eher höher sind wie tiefer. Und da trauen wir uns leichter drüber. So, jetzt haben wir einen Punkt angelangt, wo es einfach passt. Durchziehen, wenn ihr euch bereit fühlt, zieht es voll durch.
die einzige Angst, was halt ich gehabt habe, ist, dass ich mit den Füßen hängen bleiben könnte. Wenn das passiert, dann ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Zieht es einfach komplett durch, dreht es weiter und ja, fleißig üben, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.